In den letzten Videos dieser Videoserie haben wir uns schon ganz viel mit dem Thema Mischpult einstellen beschäftigt. Aber wir sind bisher immer nur bei den Eingängen und auch bei den Inserts gewesen. Wenn du die Videos noch nicht gesehen hast, kannst du das nachher gerne nachholen. Du findest sie dann in der Endcard, in der Videobeschreibung verlinkt und so kannst du die komplette Playlist mit den gesamten Videos ganz einfach an einem Stück schauen oder auch natürlich eins nach dem anderen. Du brauchst jetzt nicht aus diesem Video rausgehen, du kannst es gerne nachher nachholen. In diesem Video beschäftigen wir uns jetzt mit den Ausgängen. Also es gibt natürlich nicht nur Eingänge, die ganzen Signale, die in das Mischpult rein sollen und dann zusammengemischt werden, müssen ja auch wieder raus. Das heißt, wir brauchen Ausgänge. Und zu jedem Eingang gehören gewisse Anschlüsse und gewisse Drehregler, unter anderem auch welche, die dann das Signal weitergeben, um es dann wieder rauszuschicken. Und zwar zum einen hier diese AUX-Regler und natürlich der Fader. Der Fader oder auch Schieberegler ist jetzt dafür da, den Hauptmix zu machen. Und Mix finden wir auf diesem Mischpult häufiger sogar geschrieben. Nämlich zum einen hier LR Mix. Das heißt, diese Regler haben auch irgendwas mit dem Mix zu tun. Und hier oben an diesen Ausgängen, da steht Mix L und Mix R, also Mix für links und für rechts. Es ist also dafür gedacht, die Hauptlautsprecher, die sogenannte PA, das steht für Public Address und da geht es eben darum, die Public, die Öffentlichkeit sozusagen zu beschallen, also die Leute, die Zuschauer sind, die werden über Mix links und rechts und dann die entsprechend angeschlossenen Lautsprecher versorgt. Und so ist der Kreis im Grunde schon geschlossen. Das heißt, wenn wir den Eingang oder die Eingänge hier unten über diese Regler beschicken, dann hörst du hier aus dem Kopfhörer schreit schon raus, dann können wir hier die Mischung machen, die Lautstärkeverhältnisse zwischen den einzelnen Instrumenten einstellen und es dann über links, rechts, das ist die sogenannte Summe, also das, die ganzen Einzelkanäle werden runtergebrochen, zusammengemischt auf zwei, werden dann hier rausgeschickt über diese Ausgänge. Wir haben also mehrere Möglichkeiten, Lautstärke zu regeln. Zum einen mal für die ganzen einzelnen Kanäle. Da können wir jetzt gucken, wie wollen wir es zusammengemischt haben. Und dann nochmal die Summe für die linke Seite und für die rechte Seite. Und das kommt dann, wie gesagt, über Mix links und rechts raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Lautsprecher anstecke, dann wird der auch fröhlich vor sich hin brüllen. Und genauso haben wir jetzt ja noch mehrere Ziele, die wir auch beschicken wollen. Zum Beispiel Monitore, also Lautsprecher, die dafür gedacht sind, einen Mensch auf der Bühne beispielsweise zu beschallen. Dass der Musiker in dem Fall sich selbst hört und auch die anderen Musikerkollegen hört. Das wäre jetzt unpraktisch, wenn wir das über diesen Mix auch machen würden, weil der dann abhängig wäre von dem, was die Zuschauer bekommen. Also ich könnte jetzt nicht mehr unabhängig dem Musiker irgendwas auf seinen Lautsprecher geben und gleichzeitig eine andere Mischung für die Zuschauer machen, was total sinnvoll in den allermeisten Fällen ist. Nee, das würde so nicht funktionieren. Und dafür gibt es jetzt diese sogenannten AUX-Wege. AUX steht für Auxiliary und bedeutet nichts anderes als optional und auf Deutsch manchmal als Hilfsausspielweg bezeichnet. Und über diesen können wir jetzt Monitormischungen und auch andere spannende Dinge machen, auf die ich aber in weiteren Videos zu sprechen komme. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann auf jeden Fall abonnieren, denn dann weiß YouTube, dass du gerne Informationen über meine Videos bekommen möchtest und meine Videos schauen möchtest. Wenn du nicht abonniert hast, wenn du nicht auf die Videos eingehst, dann denkt YouTube, es interessiert dich eigentlich gar nicht. Also am besten abonnieren, Like drücken, kommentieren. Das ist der beste Weg, dass du mit den Videos, die ich mache, versorgt wirst. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Über diese AUX-Wege können wir jetzt verschiedene Ziele ansteuern. Und ich bleibe jetzt mal bei den Monitoren. Monitorlautsprecher, habe ich gerade schon erklärt, brauchen jetzt aber eine eben unabhängige Regelung von der Hauptregelung. Und das erreichen wir, indem wir diesen AUX-Wegen sagen, sie sind sogenannte Pre-Fader. Pre-Fader bedeutet, das Signal, was durch den Kanal durchgeht, das geht nicht erst durch den Fader durch und wird dann an die Monitore geschickt, sondern wird sozusagen abgegriffen und an den Monitor geschickt, bevor es durch die Fader durchgeht. Und weil es
ja vor dem Fader abgegriffen wird, bedeutet das, dass der Fader auch keinen Einfluss mehr auf die Lautstärke des Signals, das zum Monitor geht, hat. Also ist das eine komplett lautstärkemäßig unabhängige Mischung von der eigentlichen Hauptmischung. Hervorragend, so wollen wir das. Das heißt, jeder einzelne Kanal hat jetzt einen Regler, der bestimmt, wie viel jetzt von diesem Kanal auf AUX 1 oder auf AUX 2 oder auf AUX 3 geschickt werden soll. Beispiel, hier dieser Kanal Nummer 4, der hat jetzt hier ein paar Regler, die ich in anderen Videos schon besprochen habe, und jetzt kommt hier AUX 1. Das heißt, wenn ich den hochdrehe, dann wird das, was an diesem Kanal reinkommt, auf AUX 1 geschickt. Wenn ich den hier hochdrehe, dann wird es an AUX 2 geschickt, und da sehen wir, da steht was anderes noch dabei. Oben steht AUX 1 Pre, bei AUX 2 steht Pre-Post. Also den AUX 2, den können wir jetzt entscheiden, soll das Signal vor dem Fader abgegriffen werden und somit unabhängig vom Fader sein, oder aber soll es nach dem Fader abgegriffen werden und abhängig vom Fader sein. Das ist für andere Funktionen nützlich, die wir in der späteren Mischung, in der Hauptmischung, die wir gemeinsam machen werden, besprechen werden. Post bedeutet also, wenn ich den Fader runterziehe, dann wird auch das, was ich auf AUX 2 schicke, leiser. Ich zeige dir das gleich mal. Wir besprechen erstmal noch weiter den dritten Regler, hier AUX 3. Das heißt, wenn ich bei Kanal 4 den AUX 3 Regler hochdrehe, dann wird auf den Hilfsausspielweg Nummer 3 dieses Signal gesendet. Und dieser wiederum, der kann nur Post sein. Ich zeige dir mal, was Pre und Post bedeutet. Dafür hören wir einmal in AUX 2 rein. AUX 2 hat genau wie die Hauptmischung auch einen Masterfader sozusagen. Der ist jetzt nicht als Fader ausgelegt, sondern als Drehregler. Und ich mache den mal einfach ganz auf und drücke auf AFL. Das ermöglicht mir, dass ich jetzt hier reinhören kann und dass du das auch hören kannst. Ich ziehe mir den Kopfhörer auf und jetzt schicken wir das Signal, was auf Kanal 4 ist, auf AUX 2 drauf, also auf den Monitorweg 2 sozusagen. Und erstmal passiert überhaupt nichts. Warum? Weil dieser Kanal, dieser AUX-Kanal, dieser Ausspielweg momentan auf Post geschalten ist. Hier, über diesen Regler können wir das umschalten auf Pre. Und jetzt hören wir, was hier rauskommt, nämlich ein Schlagzeug. Das ist ein Overhead-Mikrofon, also ein Mikrofon, was über dem Schlagzeug platziert war. Und hier können wir jetzt sagen, wie viel davon soll rausgeschickt werden. Jetzt in dem Fall eben Pre-Fader, das heißt, der Fader kann unten sein und ich kann hier komplett unabhängig die Lautstärke dessen regeln, was auf AUX 2 geschickt werden soll. Wenn ich hier den Fader bewege, passiert überhaupt nichts. Im Gegensatz dazu, wenn wir auf Post-Fader sind, dann wird dieses Signal erst dahin geschickt, sobald der Fader dazu hochgefahren wird. Und du hörst, es wird lauter und leiser. Das Signal, was eben an diesen AUX 2 geschickt wird, ist, sobald es Post-Fader ist, abhängig vom Fader. Und Pre-Fader ist unabhängig vom Fader. Und deshalb eignet sich der AUX 2 sowohl für Monitor als auch für andere Anwendungen, auf die wir eben mal anders eingehen. Und AUX 1 ebenfalls gut für Monitoranwendungen, weil er ebenfalls Pre-Fader gedreht werden kann. Und AUX 3 eignet sich nicht für Monitore, weil er eben nur Post-Fader rausschicken kann. Es gibt natürlich Anwendungen, in denen man auch Monitore Post-Fader beschickt, aber das ist so speziell und so fortgeschritten sozusagen, dass wir da jetzt nicht drauf eingehen. Und so haben wir schon mal das Ganze an den AUX geschickt, wissen, dass es hier noch Masterfader gibt für jeden einzelnen AUX, also für AUX 1, für AUX 2 und für AUX 3. In die können wir jeweils reinhören. Also wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte das hören, was jetzt an den ersten Monitor geht, also an AUX 1, dann kann ich hier da reinhören, die Mischung machen, sodass ich nicht blind mische sozusagen und kann dann sagen, okay, jetzt möchte gerne Musiker 2 seine Mischung haben. Ich bin Pre,
Das funktioniert, ich höre rein und mische jetzt hier eine separate Mischung. Und die klingt jetzt ganz anders als AUX 1. Das heißt, wir können hier insgesamt 3 Mischungen machen, dafür 2 möglich für Monitor. Okay, jetzt haben wir es auf dem Kopfhörer hören können, weil ich das so verkabelt habe, das oder weil ich hier AFL gedrückt habe und wir über den Kopfhörer reingehört haben. Jetzt müssen wir das aber natürlich auch noch an den Monitor schicken, an den Lautsprecher. Und das geht über die entsprechenden Anschlüsse, die sich hier oben befinden. Hier oben, da steht AUX 1, AUX 2 und AUX 3. Ah, die Begriffe kennen wir. AUX 1 ist diese Reihe. Also alles, was hier rausgeschickt wird, geht über AUX 1 raus. Alles, was hier zusammengemischt wird, über AUX 2. Und alles, was hier zusammengemischt wird, geht über AUX 3 raus. Also schließe ich jetzt zum Beispiel meinen Lautsprecher an AUX 2 an. Hier habe ich dieses Kabel an AUX 2 angeschlossen, an diesen Lautsprecher. Und wenn ich diesen Lautsprecher jetzt einschalte, dann werden wir in der Lage sein, da diese Mischung zu hören. Wenn ich den Fader runterziehe, den Hauptlautstärkeregler hier, dann hörst du, dieser hat Auswirkungen auf den Monitormix und hier kann ich die einzelnen Kanäle zusammenmischen, so wie ich mir das wünsche. Jetzt hast du die 4 offensichtlichen Mischpultsummen kennengelernt. Also die Hauptmix-Summe, die AUX-1-Summe, die AUX-2 und die AUX-3-Summe. Es gibt aber noch eine weitere Summe, die super nützlich sein könnte, aber nicht unbedingt auf jedem Mischpult vorhanden ist. Nämlich die sogenannte Monosumme. Hier ist ein Regler dafür. Und hier hinten befindet sich ein Anschluss dazu. Und diese Monosumme, die ist zum Beispiel ganz praktisch dafür, Subwoofer extra anzuschließen. Oder einfach einen Monomix, wo auch immer du den haben möchtest, hinschicken zu können. Zum Beispiel für eine Nebenraumbeschallung. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, den Ganzen zu regeln. Und der ist abhängig von der Hauptmischung. Das heißt, wenn ich mir hier jetzt eine Mischung mache, dann kann ich das, was wir jetzt hier auf dem Kopfhörer hören, beziehungsweise was jetzt zur Hauptlautsprechersumme rausgehen würde, auch nochmal über diesen Anschluss an einen beliebigen weiteren Lautsprecher, meistens einen Subwoofer oder eben eine Nebenraumbeschallung, anschließen und darüber mit diesem Regler Lautstärke regeln. Das mache ich jetzt mal, indem ich diesen Lautsprecher sozusagen zu einem Nebenraumbeschallungslautsprecher oder zu einem Subwoofer oder was auch immer es sein soll, mache. Ich nehme mir also das Kabel, was dazugehört, stecke es auf Monosumme ein und kann dir jetzt zeigen, dass über diesen Lautsprecher mit diesem Regler einfach die Summe, die wir auch über den Kopfhörer hören können oder über die PA hören, nochmal einzeln regelbar rausgeschickt wird. Und diese ist jetzt abhängig von diesen Fadern. Also wenn ich diese Fader runterziehe, dann wird auch der Lautsprecher leise. Und das ist super praktisch, damit in einer Nebenraumbeschallung zum Beispiel nichts rauskommt, wenn im Hauptsaal auch nichts rauskommen soll. Und andersrum zum Beispiel ein Subwoofer, den wollen wir ja auch nicht immer separat regeln müssen. Das heißt, stell dir mal vor, ich möchte die gesamte Lautstärke 10 dB leiser machen. Das kann ich ja super einfach. Wenn jetzt diese Regelung nicht abhängig davon wäre, dann wäre der Subwoofer jetzt nochmal 10 dB lauter. Das heißt, das Verhältnis zwischen PA und Subwoofer würde sich verändern. Und das ist zum Beispiel ein großer Nachteil von Lautsprecher, von Subwoofer-Beschickung über einen AUX-Weg. Aber darüber würde ich gerne in einem anderen Video mal ganz ausführlich reden, wie man Subwoofer professionell beschickt. In diesem Fall ist es aber eine schöne Möglichkeit, diese Monosumme zu haben, die eben abhängig von diesem Fader ist und somit eine ganz simple Lautstärkeregelung des kompletten Systems mit PA-Lautsprechern, mit Subwoofern möglich macht. Wir können unserer Hauptsumme hier also einen Subwoofer hinzufügen, die Lautstärke des Subwoofers einstellen und dann einfach über diesen Links-Rechts-Regler, über diese beiden Fader, die Gesamtsumme lauter und leiser machen. Super praktisch und sehr nützlich in sehr, sehr vielen Situationen. In diesem Video hier, da kannst du direkt weiterschauen. Da geht es um Line-Check bzw. Sound-Check machen und wie ich da rangehen würde. Also gerne einfach direkt auf dieses Video klicken und direkt darunter die Playlist für die gesamte Serie, sodass du alles am Stück strukturiert anschauen kannst.